alle Fachleute sagen, die Terroristen kommunizieren immer stärker mit Hilfe des Internet und auch dadurch, dass man auf Computerzugriff hat. Das geht ja gar nicht mehr mit E-Mails, wie man sich das so vorstellt. Und dass man deswegen diese Möglichkeit braucht, in eng begründeten Ausnahmefällen auch auf den Computer Zugriff zu haben. Dafür braucht man eine Rechtsgrundlage. Bisher hat man es ohne gemacht.